Ich war die letzten Tage krank, ich hatte Magen-Darm und Magen-Darm ist wirklich sowas von meinem Endgegner, weil ich so krass Angst davor habe, mich zu übergeben. Und ich habe solche Akupressurpflaster empfohlen bekommen gegen Übelkeit und habe die aber noch nie ausprobiert. Dachte so, okay, ich klebe die jetzt mal gucken, was passiert. Habe die dann abends geklebt, bin ins Bett gegangen, bin auch sogar ein bisschen eingeschlafen, bin aufgewacht, mir war kotzübel. Ich habe Schweißausbruch bekommen, keine Ahnung was, dachte ich, muss mir jetzt gleich, ihr wisst schon, auf einmal war es weg. Und am nächsten Tag habe ich dann Fieber gehabt und keine Ahnung was und war halt einfach generell krank. Ich dachte übrigens auch nicht, dass die Pflaster gewirkt haben, weil mir ja trotzdem so krass übel war. Habe dann die Pflaster aber am übernächsten Tag abgemacht, weil ich dachte, na gut, ich hatte jetzt über 24 Stunden keine Übelkeit mehr. Auf einmal kam die Übelkeit wieder und ich dachte so, hä, liegt es doch an diesem Pflaster? Und habe die wieder geklebt, wieder 2 Stunden, Übelkeit war wieder weg. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass es mir so gut ging, dass ich diese Pflaster geklebt habe. Ich habe euch die in der Story verlinkt. Könnt ihr das bitte ausprobieren, wenn ihr gerade schwanger seid und Schwangerschaftsübelkeit habt und mir dann schreiben, ob das auch in der Schwangerschaft hilft.